ihr gesteht die große Hexe Arcana Quell. Die Arcana Quell. Der Nachname. Ja. Ja, also eine große Hexe braucht ja auch einen Nachnamen. Ah nee, Moment, Arcana, ihr Vorname ist große Hexe. Die hat mehrere Namen. Große Hexe Arcana Quell. Heinrich Lübcke Straße 47. Quell alles Bösen und Ursprung der Zerstörung zu sein. Ja, ja, nee, nee. Große Hexe Arcana, Quell alles Bösen 23 in 10159. Ursprung der Zerstörung. Ja. Ursprung der Zerstörung, genau. Oh Mann. Ja. Ich wusste es! Sie ist es! Sie ist Arcana! Nie, nie! Furchtbar! Sie hat ihren eigenen Vater umgebracht! Wie kann sie es wagen, den Schöpfer zu ermorden? Wir wollen keinen Prozess. Wir wollen sie brennen sehen. Oder flennen. Oder pennen. Wen sollen wir kennen? Die Inquisition hatte recht. Die Angeklagte hat gestanden. Und nicht gesessen. In der Tat. Es gibt in der keinen Bedarf für eine Befragung. Aber warte mal, ich habe noch eine andere in der Tat. In der Tat. Hä, dafür haben wir einen Zaun. Ich versichere euch, es gibt keinen. Hä, dafür haben wir keinen Zaun? Das einzig gerechte Urteil war uns allen seit dem Beginn des Prozesses glasklar. Moment mal! Jetzt kommt die eiserne Maya! So, och, wie sieht die denn aus? Oh Gott. Lass uns erst, Sophies, die Geschichte der Angeklagten hören. Diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Lasst uns als erstes Sophies Geschichte hören. Magie existiert in dieser Welt, nicht wahr? Wenn ihr also einmal kurz nachdenkt, dann liegt womöglich auch auf Sophie ein böser Zauber. Das Gerücht würde eines gerne in Erfahrung bringen. Wer zum Feuerdrachen? Seid ihr eigentlich, junger Ritter? Ich? Mein Name ist Clarence. Wie soll das Gerücht sagen? Es scheint, als seien wir uns vorher schon mal begegnet. Es war... wo kann es nur gewesen sein? Ach ja, im Urlaub. Oh, keineswegs. Es ist nur eure Einbildung, euer hohes Gericht, wollte ich sagen. Und wer ich bin? Ich bin mit dem, Scheiße. Also, Blaurock! Zusammen. Aber, nicht auf romantische Art, natürlich. Ihr habt meine Hoffnungen, ja. Die Macher dieses Spiels oder die Übersetzer oder wer auch immer haben gerade meine Hoffnungen aufgebaut, um sie dann auf expertenhafte Weise wieder zu zerstören. Ach, sie geht aber schon als Frau durch, okay. Ja. Sonst hätte ich das viel spannender gefunden, diese Aussage gerade. Ist dies eine Freundin von euch, Verteidiger? Ja, und bitte sagt nichts über ihr, über den Helm. Sie lässt es nur ungern zu, dass man ihr Gesicht sieht. Wissen Sie, da wo ich herkomme, da ist sie eine sehr bekannte Rapperin. Und beim Rittertraining hat sie dort auch einen Rap-Song geschrieben, der heißt Mein Block. Wenn sie die Schwerter anderer Ritter abblockt.
Es ist nun ja kein Gesicht, das man sich gerne ansieht. Was redest du da? Das klingt ja so, als gäbe es ein Problem mit meinem Gesicht. Solche Nichtigkeiten sind hier nicht von Belang, Fräulein. Doch mich verwundert durchaus, woher ihr diesen Helm habt. Warum? Ein solch edler Helm ist nicht gerade ein Kleinod, das man auf dem Straßenmarkt ersteigern kann. Also, ich habe ihn gefunden. Im Wald. Wer findet, darf's behalten. Was machst du da, Maya? Ich meine, eiserner Ritter. Du hast mir doch versprochen, dich unauffällig zu verhalten. Ups. Tut mir leid, Nick. Ich bin wohl ein bisschen ausgeflippt. Nun, na gut, die Verteidigung sieht den Fall wie folgt. Wir sollten die Angeklagte erst anhören, bevor wir sie verurteilen. Und dann können wir sie verurteilen. Gut. Es mag einige Sachen geben, derer selbst sie sich nicht bewusst ist. Ihr amüsiert mich. Auch im letzten Hexenprozess Labyrinthias ist es angebracht, die Klingen zu kreuzen, bis ihr eure Niederlage eingesteht. Was heißt hier auch? Bis jetzt haben wir nicht verloren. Nö. Ich stimme dem zu. Ja, das ist richtig. Günther, deshalb wird nun die Angeklagte selbst aussagen. Frau de Narrateur, sagt bitte über eure Beteiligung an diesem Vorfall aus. Wird gemacht. Zeugenaussage. Über den Vorfall. Mir wurde endlich bewusst, dass Arcana tief in mir schlief. Mit mir. Wie ein Bandwurm. Sobald der Regen am Abend nachließ... Ach, muss ich sie jetzt eigentlich auch so unter Kontrolle sprechen? Jetzt sind die Augen ein... Sobald der Regen am Abend nachließ, kletterte ich die Holztreppen des Glockenturms hinauf und erwartete die Parade. Hola mia, hola dizio. Ich wartete auf das Ende der Rede meines Vaters und dann beschwor ich den Feuerdrachen. Doch leider hatte ich ein bisschen einen Frosch im Hals, etwas Schleim im Rachen. Hä, was willst du machen? Einen Witz bringen, einen flachen. Hat geklappt. Ja, war gut. Ich weiß nicht, warum ich meinen Vater umgebracht habe. Das war eine sehr ungewöhnliche Aussage. Als ihr die Magie gegen euren Vater eingesetzt habt, wart ihr da Sophie de Narrateur oder die große Hexe Arcana Quell? Welch hochinteressantes Thema, bedauerlicherweise vollkommen irrelevant. Irrelevant. Die Inquisition löst also Probleme, in denen ihnen keine Beachtung geschenkt wird. Was zählt, ist nur der Schuldspruch. Nein, was zählt, ist nur, dass Arcana in diesem Menschen lebt. Mädchen. Genau, es ist kein Mensch, es ist ein Mädchen. Es ist schon ein Verbrechen an sich, eine Hexe zu sein. Diese Grundregel gilt immer noch. Und dieses Mädchen ist nicht irgendeine Hexe. Sie ist die große Hexe. Die gigantomanische Hexe. Ich mag die Feuereffekte im Hintergrund. Mhm. Sind hübsch. Ja, echt, also. Für 3DS-Niveau echt geil. Mhm. Passt überhaupt nicht zu den Figuren. Das stimmt. Sophie hat alles gestanden, so wie ich es befürchtet hatte. Ich hoffe, ich kann einige Widersprüche in ihrer Aussage finden. Wenn ich das nicht schaffe, ist der Prozess vorbei. Möge die Verteidigung mit der Befragung beginnen. Verteidiger, haltet euer Schwert mit ruhiger Hand. Ja eben, nicht wackeln mit der Hand. Wenn man das Schwert... Ah! Sollte es wanken, ich meine wanken. Damit werden wir wieder bei der ruhigen Hand. Ja. Oder in die falsche Richtung zeigen.
Werde ich. Sollte das Schwert in die falsche Richtung zeigen. Das wäre ja natürlich... Das wäre ein fieser Spruch. Also das wäre ja... Das könnte man als schwulenfeindliche Aussage werten. Werde ich eure Argumente zerschlagen und die Befragung beenden. Merkt euch diese Warnung gut. Was hat sie gesagt? Über den Vorfall. Okay. Erstmal alles angreifen oder fällt dir schon was auf? Also, ihr wurde bewusst, dass Arcana tief in ihr schlief. Als der Regen nachließ, Holztreppe hinauf und erwartete die Parade. Ich würde das letzte Mal angreifen, weil... Ja. Das ist... Was ja. Ne? Ja. Am ehesten darauf hindeutet, dass sie nicht... Willentlich. Vielleicht liegt es daran, dass ihr nicht, dass ihr ihn nicht getötet habt. Es ist sinnlos, Verteidiger. Zeugin, wer hat den Schöpfer ermordet? Oh. Das war ich. Die Augen waren vorher nicht blau und jetzt wieder. Ich habe den Feuerdrachen beschworen. Ich habe ihn ermordet. Sie steht unter Einfluss von Pilzen oder so. Ja. Oder zumindest von Gloria. Oder der Katze. Oder dem Richter. Ja, genau. Oder irgendwen. Denn der Richter, der hat so einen Einfluss. Ja, das ist richtig. Der Schöpfer selbst wählte seinen eigenen Tod. Dies ist eine nicht zu leugnende Tatsache. Alles, was in der Geschichte geschrieben steht, wird wahr. Arcana taucht im letzten Kapitel der Geschichte auf. Und sie hat keine Wahl. Sie muss so handeln, wie es geschrieben steht. Moment, dann könnte man... Dann ja, ist der Vorsatz schon weg. Ja, eben. Also nach unseren Regeln der Gerichtsbarkeit und was auch immer... Das sind wir schon fertig. Ja, eigentlich, das wäre dann Unzurechnungsfähigkeit. Ja. Muss ich sagen. Mit anderen Worten, alles geschah so, wie es in der Geschichte des Schöpfers geschrieben steht. Ich muss diese Widersprüche schnell finden. Wenn das Kreuzfeuer jetzt endet, was wird dann aus Sophie? Sie wird sofort schuldig gesprochen. Und sie wird als die große Hexe Arcana verurteilt werden. Ah, tu noch was, Nick. Beeil dich und finde irgendwas, auf das du mit deinem Finger zeigen kannst. Eile mit Weile, ich muss zuerst an mehr Informationen gelangen. Der Professor wäre schon fertig mit dem Fall. Und er wird uns sicherlich schon bald einen beeindruckenden Beweis bringen. Ja, das sowieso. Wir können also nicht zulassen, dass der Prozess vorher endet. Okay. Mir wurde endlich bewusst, ja... Wurde es ihr wirklich bewusst? Moment mal! Es wurde euch... Ich weiß es nicht. Endlich bewusst? So, okay. Ja, ich hatte schon immer das Gefühl, dass meine Erinnerungen reichlich unscharf sind. Sie ist einfach nur vergesslich. Und dass ich nicht bin, wer ich zu sein glaube. Dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Könnt ihr uns erzählen, dass ihr euch der Präsenz Arcanas in euch bewusst wurdet? Ich habe etwas sehr Wichtiges gegessen. Panierte Robben. Panierte Robben zum Magen hinzugefügt. Dies geschah, als ich mit Professor Layton und Luke zum großen Archiv ging. Seit ich dieses Gemälde sah, das Arcani zeigt... Nach welchem Pokémon sieht das am ehesten aus? Ganondorf mit einer Katze auf dem... Ach stimmt, da ist die Katze ja sogar. Das habe ich gar nicht gesehen, ja. Ach so, Für mich sieht es eher aus wie... Weiß ich nicht. Aber Moment, wenn... Das sind doch zwei Köpfe. Ah, da vorne, ja, noch ein Drachenkopf. Also ein Drache, eine Katze und... Ist das der Menschenkopf sieht auch aus wie eine Katze. Ein Löwe. Könnte es nur Billikatz sein. Ich find, oder so. Wie Solgaleo. Leo. Nein. Quatsch. Oder so. Aber, also Moment, wenn die Katze trotzdem da ist. Also,
Warte, Moment. Vielleicht... Mit der Katze ist irgendwas. Ja, entweder ist auf dem Bild tatsächlich die Katze die Hexe und die anderen beiden sind irgendwas anderes oder die Katze ist einfach nur ein Helferlein. Aber ich glaube, die Katze ist die Hexe. Immer noch. Ja. Naja, jedenfalls Halluzinationen. Ich erinnerte mich an Geschehnisse von längst vergangenen Tagen. Erinnerungen an das legendäre große Feuer. Das legendäre große Feuer. Herr Ritter, sag mir nicht alles vor. Ich sah es. Ich war dort, als es geschah. Ich sah, wie die Stadt von den Flammen verschlungen wurde. Ihr könnt es nicht gesehen haben. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Das große Feuer brannte vor etwa 100 Jahren und es gab keine Überlebenden. Wie kann... Das ist ein Schmarrn. Ja, wenn es keine Überlebenden gab, wie gibt es dann Nachfahren von denen? Ja, und Fotos und also Bilder, also wer kann davon erzählen? Ja, vielleicht gab es keine Überlebenden, die direkt das Feuer gesehen haben. Aber wie konnten sie es dann malen? Achso, ja, finde ich auch merkwürdig. Vielleicht... Weiß ich nicht. Es gab nie ein großes Feuer. Ah. Ja, also hinter ihr ist ja nur ein mittleres Feuer. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Aber es ist wahr, ich erinnere mich an das Feuer. Ich kann mich erinnern, weil ich Arcana bin. Oh, komm schon. Ja. Sobald der Regen nachließ... Okay, war da Regen? Moment mal! Wo wart ihr davor? Wir haben euch gesucht. Ich bin mir nicht sicher. Als ich zu mir kam, befand ich mich in der Stadt. Es regnete sehr stark, also wollte ich zu Tante Beckys Bäckerei, um das Ende des Regens abzuwarten. Aber ich konnte ihr nicht entgegentreten, also ging ich stattdessen in den Wald. Also wart ihr bis zum Vorfall im Wald? Wart ihr bis zum Vorfall im Wald? Achso. Und doch konnten wir dich... Und da war es bitterkalt! Der Regen hörte schließlich auf und die Zeit war gekommen. Ich machte mich auf zum Stadtplatz. Ich fühlte mich komisch, so als wäre ich nicht ich selbst. Dann war ich auf einmal oben auf dem Glockenturm und ich schaute auf den Platz, der sich mir darbot. Sophie ist keine Hexe, deshalb... muss etwas Merkwürdiges an dieser Aussage zu finden sein. Zeugin, führt eure Aussage fort. Sie ist keine Hexe?